Akkus wären eigentlich auch noch angebracht. Ein richtig, richtig, richtig großer Akkupark irgendwo. Basis musste eigentlich weg. Im Smog haben ist das ein Riesenproblem. Ja, lass ich erstmal so, wie es ist. Munition herstellen, nein. Tränke, wie viele Tränke haben wir inzwischen hier drin? Ein. Das ist wenig. Schaut es bei den anderen aus? Zwei. Zwei. Ja, also ich fange nichts an mit den blauen Tränken, bevor da nicht überall die 10 Stück drin sind. Das heißt, genau, wir wollten uns jetzt darum kümmern, dass die Raffinerien umgestellt werden, dass das Leichtöl hergestellt wird und, und. Habe ich die Sachen dabei für... Nein. Okay. Die Sachen hole ich noch kurz, damit wir mehr von den Chemical Plants bauen können. Weil jetzt macht das auch Sinn, weil jetzt können wir sie auch befüllen mit genug Sprit. Das ging vorher nicht. Und Eisen schaut nicht gut aus. Ne. Die ganze Stahlproduktion hier geht in unsere Eisenreserven. Das heißt, wir ersetzen dich mal und dich mal. Dadurch dürfte es ein Ticken schneller gehen, aber auch nicht wirklich viel. Das heißt, ich zwack mir hier jetzt Eisen ab. Haben wir noch irgendwo Eisen liegen? Gib her. Gib her. Gib her. Wie viele... Toll, eine Chemie geplant. Das ist super. Mir das da. Mir das da. So. So, und setz das mal runter auf, keine Ahnung, 10, weil wir stellen selten die Fließbänder her. Laser-Turret-Shooting-Speed ist schon fertig. Was soll das? Könnte ich jetzt nochmal erhöhen? Nein, ich hätte lieber. Die normalen Akkus können wir schon. Genau, hier haben wir jetzt wieder das mit den Akkus. Wir wollen blaue Akkus. Ja. Akku bauen war teuer. Mist. Bessere Steam Engines. Ja, erforscht das mal. Erforscht schon bessere Steam Engines. Und dann bräuchten wir aber auch bessere Boiler. Wo sind bessere Boiler? Unter was? Gute Frage, nächste Frage. Ne, hier kommen nur alle die. Steam Power, Steam Power, Steam Power und Steam Power. Irgendwas, was boilerartig aussieht. Nee, so darf ich nicht denken. Es darf nicht sinnvoll sein. Diese Boote sind nicht sinnvoll, genau, weil die Rotorblätter erlauben bessere Boiler. Die wir dann auch noch erforschen müssen. Braucht Tin Processing. Was braucht Tin Processing? 50-50. Und eine lange Zeit. Ja. Mach erstmal die. Wo sind sie jetzt? Steam Engines, genau. Und dann gucken wir, wie gut wir mit den Steam Engines zurechtkommen. Also ob die 5 Boiler schaffen, dann vielleicht 2 MK1 und eine MK2 Steam Engine zu befeuern. So, haben wir jetzt bitte genug für mehrere Chemical Plants? Danke. Weil wenn wir jetzt anfangen mit MK2 Steam Engines und MK2 Boilern, brauchen wir auch noch viel mehr Sprit. Wahrscheinlich werden wir auch mehr von den Pumpjacks bauen müssen. Die werden jetzt eh schon auf 0,1 runter sein. Ja, du da hast noch was Komisches. Aber okay. Die werden wir alle noch anzapfen müssen. So, du, stell dich bitte um auf das da. Ja, dafür brauchst du jetzt sauberes Wasser. Ja, okay. Davon ein paar mehr. So, 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 so. Mach mal so. Ich hab da was vor. Dann darunter, dahin, daran. Ich hoffe, das geht auf der Seite auch. Nein, geht's nicht.
Ja. Okay. Genau. Mach so. Mach so. Was? Mach so, mach so. Damit ich da schon mal durchlaufen kann. Ist unpraktisch. Okay, dann gehst du von da nach da. Ich brauche noch mehr davon. Und noch mehr davon. Brich die da ab. Davon. So. Dann gehst du da. Warum macht er immer so einen Doppelklick? Das ist komisch. Bist du jetzt ölig? Ja, du bist ölig. Okay, jetzt muss ich nur Wasser reinbekommen. Von da. Da bräuchte ich irgendwo Wasser. Geh da runter. Geh da hoch. Wo brauche ich Wasser? Ah, es geht gar nicht da durch, oder? So weit gehen die gar nicht. Nee, ein Feld fehlt. Also. Wie verbindet sich dann da? Okay, stopp. Mach den ganzen Mist hier weg. Weg, weg, weg. So. Genau, machen wir erst Wasser. So, und dann machen wir Öl einfach von hier. So, du hast Öl, du hast Wasser. Du hast kein Öl, aber das ändern wir gleich. Nehmen wir das ganze Spielchen hier einfach nochmal machen, damit es einigermaßen ähnlich aussieht. So. Okay, du hast auch Öl, du hast auch Wasser. Viel zu viel Petroleumgas, weil ich habe bestimmt nicht wieder genug Eisen dabei. Zack. So, Petroleumgas wird verbraucht. Hoffentlich bald schneller. Plastik. Wie viel Plastik haben wir da unten? Viel. Aber trotzdem stelle ich jetzt noch mal ein bisschen Plastik her, damit auch hier Petroleumgas verbraucht wird. So, Leichtöl. Wie splitten wir jetzt? Splitten wir echt Petroleumgas? Ich glaube ja. Sonst staut sich das hier zu stark. Wobei Schweröl staut sich auch. Da haben wir schon zigtausend Tanks. Aber das war nur wegen der alten Methode. Jetzt wird ja viel weniger Schweröl hergestellt. Genau. Es wird jetzt richtig viel Petroleumgas hergestellt, richtig viel Leichtöl, dafür noch ganz wenig Schweröl. Das heißt, ich hau hier echt eine Fabrik zwischen. Mach mal so und mach bitte. Oh. Hier, wir können nicht Petroleumgas zu Leichtöl machen. Das ist richtig. Na ja gut, müssen wir aber alles verbrauchen. Das Ding, da muss durchgehend arbeiten. Ich muss auf jeden Fall Eisen holen. Das heißt, wir machen jetzt hier eine zwischen. Du machst bitte Schweröl zu Leichtöl. Du brauchst auch Wasser. Wollt ihr mich alle verarschen? Alle wollen sie Wasser haben. Ist ja fast so, als wenn Wasser was Wichtiges wäre. Wichtige Ressource. Da, da, da. Also, wo muss Wasser hin? Da unten muss Wasser hin. Das heißt, du stehst da völlig doof. Was gucken wir gleich, genau. Du. Was? Genau, du bist falsch rum. So. So, gehst du noch einen vor? Da Wasser drin? Ja. Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. Schweröl. So. Ich habe kein Eisen mehr für Rohre. Okay, wir gehen kurz nach oben. Wir holen Eisen. Wir holen Eisen für die Rohre, um das da zu Ende zu friemeln.
Wir holen Eisen, um dafür zu sorgen, dass die Schwefelproduktion, quasi die Schwefelsäurenproduktion durchgehend funktioniert. Das sieht gut aus mit dem Eisen hier. Es kommt noch nicht viel hier unten an, irgendwie. Dass es gleich weggebracht wird, huh? Ja, gib mir. Gib mir. Ich brauch mehr. Schieb das noch ein bisschen runter. Wo wird noch Eisen verbraucht? Bei den Chips, ne? Ja, das wird der Hauptabnehmer sein. Aber wir werden ja keine mehr hergestellt gerade. Hier machen wir mal dicht. Oh. Ja, okay, dann nicht. Was? Wo viel Eisen ankommt? Schwupp, 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 wird hochgeflogen, wird verteilt. Die habe ich doch gerade runtergeschraubt auf 20, richtig. Eisenzahnräder, ernsthaft? Aber gut, die sind bald fertig. Trotzdem dich auch mal runterschieben auf 20. Irgendwas ist gerade fertig geworden. Genau, die Steam Engines. Na, weia. Na, mal gucken. Big Size Chest, ne. Tin Processing. Ja, kostet Zeit. Primär. Wie viele Hellblautränke haben wir inzwischen? Jeweils 10, also haben wir 100 Stück einfach so mal auf Vorrat. Das ist gut. Bräuchte aber 200. Das geht richtig flott. Wie viel haben wir in der Kiste? Gar keine. Das heißt, wir haben echt nur die 100. Batterien fehlen. Okay, gizz. Braucht mehr Eisen für unten. Stahl. Stahl sieht momentan gut aus, aber halt der Rest nicht. Ich zwack das mal ganz kurz hier ab. Schnapp mir das Eisen. Und hoffe, dass dadurch dann mehr Eisen unten ankommt. Nehme ich das hier alles mal mit. So. Alles leer, okay. Nehme das mal mit. Weil wir brauchen Schwefelsäure auch für die Batterien. Und wir brauchen auch das Eisen und Kupfer für die Batterien. Und wir brauchen die Batterien für die hellblauen Tränke. Nee. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Da. Du da unten brauchst ganz viel Zeug. So, das läuft. Die Tanks sind nicht mehr voll, das ist gut. Du kriegst jetzt also auch noch ein bisschen was ab. Damit noch mehr Petroleumgas verbraucht wird. Ja, ich könnte Petroleumgas ja auch umwandeln. Das sollte eigentlich okay sein. Du, wir brauchten Rohre. Da war was. Zwar, damit wir dich dahin bringen können. Eigentlich sogar lieber die hier. Damit ich hier durch kann. So, Leichtöl wird hergestellt. Leichtöl wird hergestellt. Pollution 1.8. Pollution 1.25. So, die verbrauchen auch ziemlich viel Strom. Ich hoffe mal, das haut soweit hin. Sieht okay aus. Leichtöl hält sich. Warum seid ihr nicht durchgehend am Arbeiten? Weil Öl nicht hinterherkommt. Okay, das müssen wir ändern. Pumpjacks. Pumpjacks waren teuer inzwischen. Jo, 100 Eisen. Das ist krass. Also neue Priorität. Mehr Eisen. Was sagt das Mock? Die Knubbel sind wieder weg. Das ist gut. Also eventuell noch ein Eisen da mehr. Oder ich fange schon an, hier hinten Eisen abzubauen. Ja, Mauer. Mauer habe ich völlig verplant. Das sollte ja eigentlich auch wichtig sein.